Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog, Leute. Es ist gerade 13.40 Uhr. Und ja, ich habe auf Instagram gerade gesehen, dass SpongeBob vor genau 16 Minuten gepostet hat, dass LCB 2 jetzt online ist. Ich lade mir das gleich mal runter, hör es mir an, guck es mir an, was auch immer. Und ja, mal sehen, was heute sonst so passiert. Ich habe mir LCB 2 jetzt ein paar Mal angehört und auch gesehen, dass DJI die DJI Spark vorgestellt hat. Habe aber keine Lust, über beides jetzt so viel zu reden, da es viele gibt, die das nicht interessiert. Aber zu LCB 2 ist auf jeden Fall ein richtig geiles Video. Richtig geiler Song, kommt meiner Meinung nach nicht ganz an LCB 1 oder LCB halt dran. Ist aber trotzdem richtig geil. Und mir hat so ein bisschen der Double Time gefehlt, aber sonst trotzdem richtig geiler Song. Und dann zur DJI Spark, Leute. Ja, keine Ahnung, wie ich mich dazu bitte kurz halten soll. Ist auf jeden Fall eine geile Drohne, kostet ja nur knapp die Hälfte von der Mavic. Ist so ein bisschen wie so eine kleine Baby-Mavic. Wer noch nie eine Drohne hatte und mal irgendwie mit Drohnen fliegen so ein bisschen anfangen will und dem die Mavic bis jetzt immer zu teuer war und der 4K auch nicht so unbedingt braucht, für den ist es auf jeden Fall, denke ich mal, eine geile Drohne. Und apropos Drohne bzw. Mavic, es ist jetzt gerade nochmal wieder die Sonne rausgekommen, ist wieder blauer Himmel. Eigentlich war es bis jetzt relativ bewölkt, jetzt ist das Wetter aber wieder relativ gut geworden. Und deshalb gehen wir jetzt noch mit dem Hund und nehmen da eben die Drohne mit. Und ja, machen ein paar coole Aufnahmen, denn ich glaube, die Ferien habe ich noch mit der Drohne überhaupt nichts gefilmt, weil wir immer Fahrrad gefahren sind und so, da konnte man die schlecht mitnehmen. Aber jetzt gibt es gleich ein paar coole Aufnahmen für euch. So Leute, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, die Drohnenaufnahmen haben euch gefallen. Und mittlerweile ist es schon 20.53 Uhr. Denn ihr habt am Ende noch so ein paar Traktoraufnahmen gesehen. Da habe ich noch ein bisschen zugeguckt, da haben wir noch ein bisschen geholfen. Und ja, dann habe ich vor allem auch noch viel fotografiert. Denn guck mal, hier sieht man es noch so ein bisschen, das ist so rot angestrahlt. Und bis gerade eben war überall so richtig geiles rotes Abendlicht. Da habe ich noch viel fotografiert. Ich blende euch einfach mal ein Foto ein. Sah auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Das jetzt, wie gesagt, aber schon fast 9 Uhr Abend ist, gehen wir nicht wie geplant eigentlich essen, weil jetzt eh schon die ganzen Restaurants zu haben und wegen Vatertag ist heute eh alles voll. Das wäre eh nicht so cool gewesen. Deshalb essen wir jetzt hier zu Hause. Dafür haben wir natürlich aber nochmal hier einen entspannten Abend zu Hause. Ich kann mir die ganzen Fotos hier, die ich jetzt gerade eben beim Sonnenuntergang und bei den Traktoren gemacht habe, auf dem Laptop ziehen, weil es, glaube ich, auch schon wieder 500 Stück sind oder so. Das ist echt nervig, wie schnell das so viele werden. Aber gut. Wir decken jetzt erstmal den Tisch, essen dann und dann machen wir die Fotos. What the fuck, Leute, ich wollte eigentlich gerade beim Tischdecken helfen und so. Wollte vorher dann nochmal auf YouTube gucken, wo ist LCB 2 gerade in den Trends, beziehungsweise wie viele Klicks hat das und so. Und dann sehe ich aber das hier. SpongeBob hat heute einfach 2 Videoauskopplungen gedroppt. What the fuck, da kommt 3,5 Monate überhaupt kein Video und dann 2 an einem Tag. Was ist da los? Als ich das auf der Startseite gesehen habe, hat es mich schon extrem gewundert und da bin ich sogar noch hundertprozentig davon ausgegangen, dass es nur so ein Audio-Ding ist wie Machine Gun Flows. Klickt es dann an, scroll einmal so in die Mitte vor und dann ist es einfach ein Musikvideo. Und ich habe jetzt nur diese 20 Sekunden gehört, die ich euch gerade auch gezeigt habe und das ist schon richtig, richtig geil. Wie ich schon am Anfang nur im Vlog gesagt habe, viele interessieren sich nicht dafür, deshalb werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und ja, das Tischtag habe ich jetzt verpasst, dadurch, dass ich jetzt hier abgelenkt wurde. Aber ja, wir essen jetzt. So Leute, wir haben jetzt gegessen. Ich habe die Fotos von heute schon mal auf dem Laptop rübergezogen. Die sehen auf jeden Fall auf den ersten Blick ganz cool aus. Ihr habt ja schon eins gesehen, was ich euch vorhin eingeblendet habe. Aber gut, damit der Ordner mit den Rohdateien von diesen Ferien noch auf meinen Laptop aufpasst, würde ich sagen, beenden wir den Vlog jetzt mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne hier auf meinen Kanal Dings draufdrücken und mich abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Morgen kommt wieder ein Vlog und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in dem Vlog morgen wieder. Ciao.